Bam Leute, herzlich willkommen zurück zu Adventure Time. Diesmal spielen wir die Map namens wie hieß sie nochmal? Golem Befreiungseinheit. Ja, Golem Befreiungseinheit. Kurz GBE. Ja, der Ersteller weiß ich gerade nicht. Habe ich vergessen. Vielleicht steht das noch. Naja. Kann auch mal passieren. Wiederauferstehungseinheit. Bat. Ja, bei mir ist es eher andersrum. Wenn ich da einmal reingehe, dann komme ich da nicht so schnell wieder raus. Aber gut, hier hat's geklappt. Nachmachen. Whee. Ja, ich muss dazu kurz sagen, ich habe die Map vorhin aufgenommen, einmal, halb, nur halb, und ihr habt meinen Ton nicht aufgenommen. Und anstelle, dass ich das nachkommentiere, würde ich sagen, nehme ich es lieber nochmal komplett neu auf, weil das ist ein bisschen blöd. Naja, gut, aber wir lesen erstmal die Story und Regeln. Guten Tag, herzlichen Glückwunsch, Sie können lesen und wurden deshalb unfreiwillig als Testperson ausgesucht, um Teil dieses super coolen Experiments zu sein. Ist das nicht wunderbar? Total. Sie befinden sich auf dem Testgelände... irgendwas... Pfeil? Kann ich lesen? Golem Befreiungseinheit. Kurz GBE. Yeah. Wir simulieren einen Einsatz unter authentischen Begebenheiten. Wir schreiben das Jahr... 10.000... Trilliarden, Millionen, Drölfisch, irgendwas. Sind also mit voll coolen Hilfsmitteln und Lunchboxen ausgestattet. Wow, Lunchboxen, ich freue mich. Ihr Auftrag. Befreit sie alle gefangen genommenen Einheiten. Das Gebäude ist unrealistisch aufgebaut und gleicht einem Hindernisparcours. Ist das nicht toll? Ja, total. Außerdem befinden sich in dem Gebäude Maschinen und Einrichtungsgegenstände, die ihnen Hilfestellung geben könnten. Klingt total abgespaced, ist aber Tatsache. So, das war's von mir. Okay, aber wer redet überhaupt mit mir? Buch, das ist mein Name. Montgomery Buch. Okay, 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 Regeln. Keine Blöcke, Papa, ja, keine Mordsex, ja, ich will kein Friedlich. Okay, Ehre dem Mappersteller. Ham, ham, Ehre dem Mappersteller. Gut, haben wir das abgemacht. Default Hatchback wäre nice, haben wir. Leg mich zurück in meine Kiste. Buch. Vergiss es, dich nehme ich mit. Bis an mein Lebensende. Helligkeit? Nee, mach ich nicht. Vergiss es. Wir sind ja auf YouTube, da wird die hätte ich gar nicht runtergeschraubt. Ach ja, dein Score sind Smaragde. Alles klar. Hui! Mein, ich muss schreien. So, ja, sag das doch. Mensch. Hallo. Und das ist Gilbert. Hallo, Gilbert. Gilbert möchte, dass du ihn und seine Freunde befreist. Das geht nur mit dem Schlüssel. Gilbert wünscht dir viel Glück. Okay. Sag mal. Kannst du mir auch antworten? Hallo, ignoriere mich nicht. Ich will dich befreien. Boah, undankbarer Sack hier. Der Gilbert, ja, den habe ich schon immer gehasst. Ich leuchte nur so rum. Spannend, nicht wahr? Ja, deinen Job möchte ich auch haben. Ja. Blau wählen. Okay, wir wählen blau. Ach so. Einsicht... Glas Omikron. Aha. Grün wählen. Bah! Ich wähle doch nicht die Grün, ich bin bescheuert. Da bin ich lieber blau. wo geht's denn hier lang? Abholungsort. Ist zu, okay. Ganz viele Blumen. Das Einsichtsglas Omikron muss auf blau stehen. Ja, da steht es sogar. Und die Anzeigen im Rotationslabor sollten übereinstimmen. Aha. Ist dies der Fall, leuchtet die Diode Frettchen. Aha. Das kann ich, was steht da oben? Mein, was, mein Eckname ist Frettchen. Wie geht's? Ja, es geht. Also in Ordnung. Rotationslabor. Da passiert nichts. Gehen wir ins Rotationslabor. Also immer hier für kranke Experimente durchgeführt werden in diesem Labor. Aha, ja, eine von der ganz schlimmen Sorte, ich sehe schon. Mhm. Nee, ich sehe es nicht. Egal. Das ist eine Kiste. Yay! Rüstung. Woo!
Das Rotationslabor übernimmt keine Haftung für folgende Schäden. Mögliche Nebenwirkungen könnten ein leichtes Schwindel, Gefühl, Nasenbluten, Ohrenpfeifen, Gedächtnisschwund, Tränen der Augen, anschwellende Lymphknoten, Herzkammerflimmern, Fußpilz, juckende Haut, Fieber, Durchfall, Gallensteine oder und Hitzeblick sein. Setzen Sie während des Vorgangs unbedingt das peinigende Ausrüstungsset an, um Gefahren zu minimieren. Vielen Dank für das Lesen der Hinweise. Ihre Fantasie. Okay, gut, ich drück mal Knöpfe. Ich drücke Knöpfe. Was passiert? Pistons passieren. Ja gut, ich hab's schon gemacht, deshalb weiß ich, was passiert. Da! Seht ihr? Da kommt was angefahren. Dann können wir das ausschalten. Ja, sehr gut. Es muss alles blau sein. Deshalb müssen wir noch warten auf das Blaue. Komm, dreh schneller. Arr. You can do it. Nein, doch, 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 doch. Alles richtig. Alles richtig. Plopp. Gut. Dann können wir doch jetzt hier das Knöpfchen drücken. Genau, denn das liebe Frettchen leuchtet und dann können wir das drücken. Juhu, Ladenschluss in 30 Minuten. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Blauer Bereich. Schnell, 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 schnell. Schnell, schneller. Es geht schneller. Vorsicht, hier gibt es bissige Guppies. Spannungsaufbau in der Pause. Jo, das war's. Was sind Guppies? Ich habe keine Ahnung. No idea, what Guppies are. Gehen wir hier hoch. Gucken, wo uns das hinführt. Scheinbar dahin. Dann gehen wir weiter hoch. Ja. Okay. Dann sind wir hier. Hopp. Alter, willst du mich verarschen? Die Map laggt auch extrem. Also, Frames habe ich, schöne Frames, aber es ruckelt zwischendurch einfach. Das finde ich nicht so geil. Sag mal, bin ich hier richtig? Ja, eigentlich schon, oder? Sag mal, hä? Wieso? Wieso bin ich da so komisch geblockt? Ist das wegen der Decke dort? Ja, scheinbar. Aber. Okay, gut, dann nicht. Dann lasse ich es halt. Wobei, nee, Moment. Den Sprung habe ich letztes Mal auch geschafft. Na gut. Dann halt nicht, Mensch. Dann springe ich halt auf die andere Seite. So, babadabdam. Also die Map sieht schon mal sehr schön aus. Kann ich mal hier sagen. Anmerken. Ja, sieht wirklich sehr schön aus. Und ist bisher auch sehr schön. Ah, meine Nase läuft ein bisschen. Halt sie fest. Sie darf nicht entkommen. Jubel! Bravo! Ja, gut. Gehen wir weiter. Ja, Buch, du bleibst hier in meinem Inventar. Du kommst nicht raus. Keine Chance. So. Dann weiter hoch. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe meiner laufenden Nase zu verdanken, dass ich gemerkt habe, dass der Ton nicht aufgenommen wurde. Ich wollte gerade eine Pause machen, mir schnell die Nase aus dem Hirn rauspusten. Was, die Nase aus dem Hirn rauspusten? Das Hirn durch die Nase rauspusten, meine ich. Als ich dann gemerkt habe, oh, Outer City läuft nicht. Toll. Und die Kiste ist leer übrigens. Ha, ja, sehr schön. Gut, dann können wir jetzt doch hier runter und darüber. Hör! Applaus, Applaus, Applaus! Da lang. Ja, ich bin gut. Hihi. Was ist da? Sackgasse. Sicher? Bist du dir sicher? Ich meine, das ist doch offensichtlich, dass es hier weitergeht. Autsch.
Dir ist es erlaubt, auf den markierten Flächen zu säen und gegebenenfalls zu fällen. Ist klar. Und Kraut und Dünger. Okay. Dann mach mal. Ja. Wachse! Wachse! Dann halt so. Mensch. So, und jetzt können wir hier rüber. Genau. Hopp und hopp. Ah, und es blitzt und donnert. Aktiviere den Hebel. Wer noch... Was? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Ja, ich hätte gerne... Wo denn? Anzeigelämpchen Bob. Mahlzeit, ich und mein Bruder im grünen Bereich müssen leuchten. Okay. Alles klar, dann muss ich jetzt wieder zurück. Anscheinend. Hui, Regen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Plopp. Oh, oh, oh. Secret sehe ich da doch. Ja, ich sehe ein Secret. Na, 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 na. Von mir kannst du nichts verstecken. Das habe ich letztes Mal gar nicht gefunden. Plus eins. Bam. Das habe ich echt erst jetzt gesehen. Naja, man lernt nie aus. So. Hier bin ich. Bisschen falsch. Da muss ich lang. Hoch. Was auch immer, Mensch. Ja, Leiter, mach. Ah, die scheiß Nase. Und heiser bin ich auch noch ein bisschen. Das merkt man jetzt zwar gerade nicht, weil jetzt geht's gerade. Ich schreie hier so rum wie so ein Behinderter. Das ist nicht besonders förderlich. Aber, naja. Das ist die Anzeigediode für Zulu. Und die Anzeigediode für Bob. Ach, den Bob. Ja, hi. Willkommen zurück. Cool, ne? Ja, unglaublich cool. Ich kann es gar nicht fassen, wie cool das ist. Tagchen, ich bin Alfred, die Tür. Ich öffne mich, wenn Zulu und Bob strahlen. Okay, dann sollen die mal strahlen. Geh mal hier lang. Hier ist nichts drin. Los, ärgere dich. Vielleicht doch. Ja, was jetzt? Doch nichts. So, habe ich mich auch geärgert. Habe ich das auch abgehakt. Das einzige, ja, muss grün stehen. Okay, das gleich einfach in grün. Okay, dann müssen wir eben doch grün aktivieren. Mein Gott. Wenn es denn unbedingt sein muss, dann machen wir hier halt die grünen hier. Pam. Lass das schnell wie möglich hinter uns bringen. Ja, ich sollte vielleicht noch hier ins Rotationslabor gehen. Und den ganzen Scheiß hier nochmal machen. Da komm, mach an die Scheiße. Spin my head right round, right round. Ja, das geht jetzt ein bisschen lange. Aber bei der einen ist ja schon fast da. Plopp. So komm, du auch noch. Oder du, ist mir egal. Los, noch ein, noch ein. Stopp. Und du auch. Wunderbärchen. Da können wir jetzt den Knöppel hier drücken. Den Knöppel, ja, den Knöppel. Der schwarze Pickup, bitte folgen. Der schwarze Pickup? Hä? Kenn ich nicht. Jump and run. Yay. Da unten ist ein Schild. Da ist ein Schild. Ich bin eine ungenutzte Ecke. Hurra! Ja, du mich auch. Ja, ja, die Checkpoints. Darauf scheiße ich jetzt mal gepflegt. Ja, gepflegt scheiße ich darauf. Das heißt, es wird nicht schmutzig, wenn ich darauf scheiße. Das ist, ja. Ja, ebenfalls haben wir hier ein Jump'n'Run. Ich bin gut darin. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie ich hier durchflitze. Hier lang mal. Was haben wir hier? Checkpoint. Wow. Hallo? Ist da jemand? Scheinbar nicht. Was ist dort unten? Da ist ja gar nichts. Okay. Ja, dann gehen wir besser da nicht lang. Gehen wir lieber da lang, oder? Ja, das sollte schaffbar sein. Okay, komm schon. Ich schaff das, ich schaff das.
Los, schwimmen! Wir müssen einen Golem retten! Ah, fuck. Das ist ein gemeiner Sprung, aber wenigstens ist er gleich zu Beginn des Checkpoints. So. Komm, das geht schneller. Das geht schneller! Ah! Ich hasse Wasser-Checkpoints, die gehen eben so lange. Da muss man da bestimmt 5 Sekunden warten. Mensch. Oh, ich schaff das nicht. Ich baue jetzt gleich meinen eigenen Checkpoint hier. Ja, ja, Gewitter, du mich auch. Ich könnte eigentlich schlafen und dann wäre das Gewitter weg, aber egal. Nein, wieso bin ich gesprungen? Ich hab doch Shift gedrückt. Ja, das ist ja blöd. Das hilft ja nichts vor dem Springen, wenn ich Shift drücke. Aber wieso bin ich gesprungen? Ah, ich bin doch so ein Idiot. Nein! Ich muss die Leertaste loslassen. Merkt euch, ein Idiot, der Shift drückt, ja, ist immer noch ein Idiot. Denn er springt. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ja, meine Nase läuft wieder. Wunderbar. Ich hab dich auch vermisst, Nase. So. So, komm, jetzt schaffe ich das. Ich muss mehr stöhnen, weil wenn ich mehr stöhne, ja, dann sind die Sprünge viel einfacher. Das ist eine geheime Technik, die ich euch schon mal bei einer Adventure Map gesagt habe. Jetzt habe ich gar nicht gestört, es ging. Punkt, Punkt, Punkt. Mysteriös. Smaragd. Was hat das zu bedeuten? Wer weiß. Verschwörungen. Okay. Wo jetzt lang? Da? Ja. Das Jump. Ich wollte gerade das Jump'n'Run loben und dann bin ich runtergefallen. Ich wollte sagen, das Jump'n'Run ist eigentlich ganz gut aufgebaut. Die Sprünge sind nicht allzu fies. Die sind eigentlich ganz in Ordnung. Ein humanes Jump'n'Run. Ich mag humane Jump'n'Runs. Bis auf den Sprung. Der ist böse. Der ist total böse. Den mag ich nicht. Der hasst mich. Weißt du, was ich jetzt mache? Guck mal. Friss Bäume. Das war noch nicht genug des Stöhnens. Ich muss viel mehr stöhnen. Dann geht das. Passt auf. Ich stöhne jetzt gleich, wie so ein Verrückter. Seht ihr? Es ging. Und ich bin falsch gelaufen. Ja, muss ich ja lang. Ich bin verpeilt. So, komm. Ich bin so ein schlechter Verlierer. Tut mir leid. Aber ich habe den Sprung ja schon mal geschafft. So, komm. Jetzt packe ich das. Ich bin noch im Game Mode. Spielt ja keine Rolle, aber trotzdem. Der Vollständigkeit halber. Ja, ich muss stöhnen. Das schneide ich raus. Nee. Ich gehe sogar noch einen Sprung weiter zurück. Also bitte. Jetzt hört man auf, hier so rumzuschreien. Der Einzige, der schreien darf, bin ich, weil ich stöhnen muss, weil ich sonst das Jump'n'Run nicht schaffe. Oh Gott, das ist eine total schlechte Idee, so laut zu stöhnen, wenn ich eigentlich heiser bin. Was war was? Ich kann mich nicht erinnern, ich hatte gerade irgendwie einen Aussetzer. Muss ich überhaupt da lang? Entschuldigung, müsst ihr nicht gleich so ausrasten, ich habe nur gehustet, mein Gott. Bah, seid ihr ekelhaft. Spaß. So.
Haben wir das doch auch geschafft. Bam, ja, aktiviere den Hebel. Bam, ich bin Zulu, ja. Da. Friss Blumentopf. Was steht da? Hallöchen, Popöchen. Ich und mein Bruder im blauen Bereich müssen leuchten. Möp. Okay. Hallöchen, Popöchen. Sieht mir nach einem Gronkh-Fan aus. Ja, ich hab dich durchschaut, lieber Map-Hersteller. Was ist eigentlich Möp? Keine Ahnung, was Möp ist. Möp, Möp. Oh, einen Moment kurz. Ah. Nase, ich besiege dich. Los, Glurak, ich werde dich. Flammenwurf. So, Nase ist weg. Problem gelöst. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, jetzt müssen wir zu den beiden anderen Lämpchen. Die Klone von Zulu und Bob. Ja, ist die Tür offen. Haha. Und was haben wir hier? Achtung, Melone. Oh Gott. Fuck, das ist eine Melone. Was soll ich tun? Alter, das ist mir zu gefährlich. Ich geh erstmal hier lang. Nee, habt ihr das gesehen? Da ist eine Melone. Hallo, ich geh doch nicht einfach rein, wenn da eine Melone ist. Spiegelei. Das ist natürlich auch sehr gefährlich, aber ich sehe hier kein Spiegelei. Er lügt mich an. Er lügt mich einfach so an. Wie kann er es nur wagen? Jens, komm schon, wir müssen einen Golem befreien. Ja, bessere Stimmung. Schlüssel. Bam, Schlüssel Nummer 1. Und eine weitere Belohnung. Yay. Lobby. Ja, darf ich da nicht rein? Gut, dann nicht. Was haben wir hier? Nichts. Ja, grandios. Grandios. Echt großes Kino hier. So, okay. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen da irgendwie vorbeikommen. Ich hab... Moment. So, jetzt ist er verwirrt. Jetzt können wir schnell. Renn doch! Boah, war das knapp. Alter, das mache ich nicht nochmal. Gilbert, hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Gilbert? Ja, ich bin auch stolz auf mich. Setz den Schlüssel in den Sockel und schau zu, wie Gilbert befreit wird. Ja, Gilbert, freust du dich? Ja. Der freut sich auf jeden Fall total, wie man hört. Benutze den Schlüssel hier drauf. Okay. Gut. Zack. Jetzt 5 Artikel zum Preis von 7. Ja, das ist ja nett und so, mache ich gleich, aber wo ist Gilbert? Da ist er ja. Hallo, Gilbert. Was geht ab? Noch ein Buch, oh mein Gott. Nicht drücken. Gilbert ist nun dein Gefährte. Er möchte aber lieber hier warten und du sollst die ganze Arbeit machen. So steht es in seinem Vertrag. Voll sozial, wa? Ach, so läuft das also, Gilbert, ja? Erst mache ich einen auf dicke Hose, befreie dich und dann machst du einen auf dünne Hose, oder wie? Dünne Hose? Ach, ich weiß nicht, was ich laber. Ja, so einer wirft. Ich mochte dich noch nie, Gilbert. Geh wieder zurück. So, lesen wir noch ein Buch. Den ersten Golem konnten sie aus der Gefangenschaft befreien. Das ist spitze! Es befindet sich noch ein zweiter Golem nicht weit von hier in die Gefangenschaft. Ihr Auftrag ist, nachdem sie eine Befreiungsaktion eingeleitet haben, zum Zentrum des Komplexes vorzubringen und auf das Ende des Experiments zu warten. Das war's. Alles klar. Hier drückt nicht, eben nicht drücken. Da ist ein Schwein drin. Ich kann doch nicht da drauf... Gilbert, was soll ich tun? Drück du mal drauf. Nicht hingucken, Schwein. Guck weg. Guck weg. Guck nicht hin. Nee, nicht. Guck weg. Mach. Nein, nicht hingucken, Gilbert. Das ist deine Schuld. Guck mal, was du angestellt hast. Guck sie an. Guck sie gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Hallo? Guck dir an, was du getan hast. Hier, schau es dir an. Das ist dein Werk. Du bist schuld. Schämst du dich eigentlich nicht? Merk dir das! Okay. Und das nicht? Okay. Das muss ich mir merken. Alles klar. Okay. Moment. Ja, okay. Ich glaube, es war 5, oder? Ich glaube, es war 5. Du hast was vergessen. Shit, stimmt. Ich hab's vergessen. Doch nicht.
Stimmt, es war 5. Ich weiß noch. Es war 5. 5, 5. Und du vergisst es wieder. Ja, okay, dann halt nicht. Baum. Hey! Yeah! Das war. Dankeschön. Was haben wir hier? Checkpoint. Oh, oh, ah, hier ist nix. Pisser. Hab ich reingelegt. Das kannst du doch nicht machen mit mir. Ha. Okay. Wie lange nehme ich eigentlich auf? Moment, ganz kurz gucken. Okay. So lange also. Gut, gut. Die Halle der Frage. Muss die Halle der Frage über Gesteinsstärke und Hirnschmalz. Hat. Brainfuck schon jetzt. Deine Antwort entscheidet über Leben und Tod von Gilberts Buddy Rufus. Seid ihr dies stets bewusst? Rufus, es ist Rufus, Rufus, Rufus. Das war ein Insider an Deponia. Wer das Spiel kennt. Rufus. Die Frage, aus welchen Materialien wird ein Repeater gecraftet, hm? Na? 2 Redstone-Fackeln, eine Prise Redstone-Pulver und 3 Steinblöcke. 2 Redstone-Fackeln, eine Prise Redstone-Pulver und 3 Pötte Honig. Ernsthaft, wer klickt bitte nicht die Antwort 2 an? Man muss ja schon fast 2 anklicken, wenn da sowas steht. So, was passiert jetzt? Oh. Hi. Oh. Hallo. Na? Wo gehst du hin? Bleib hier. Ich muss dich retten. Oh. Das ist schade. Der Golem ist soeben verreckt. Oh. Naja, noch ist er noch am Leben. Noch geht's ihm gut, ne? Rufus, noch geht's dir gut. Ah, jetzt ist vorbei. Okay. An dieser Stelle musst du dich über die Sinnlosigkeit der Frage beschweren, da beide Türen in diesem Raum führen und dann bemerken, dass es für einen lebenden Rufus Punkte gibt. Okay. Hä? Hier sind 2 Türen und nur eine führt dahin. Was ist das für eine Logik? Scheiße, es gibt Bonuspunkte für einen lebenden Rufus. Oh, hätte ich das mal gewusst. So, habe ich das auch abgehackt? Gut. Ja, Rufus ist krepiert. Deine Schuld. Nee, Moment mal. Moment mal, das stimmt doch gar nicht. Eine Lüge. Moment, jetzt habe ich gerade was vergessen. Wie hieß der andere Golem? Mein Gott. Aha. Ah. So, jetzt ist die Aussage korrekt. Ja. Ein Bonuspunkt-Versteck ist offen. Ja, nee, nicht wirklich. Möp. Möp. Ich sehe noch nicht, was Möp bedeutet. Ja, was tue ich jetzt hier? Was ist jetzt hier? Ach, Leiter. So. Jump Run. Alles klar. Das kann ich. Da bin ich gut drin. Ich schaff das. Nein. Verdammt. Wieso ist die Tür zu? Ich reg mich schon wieder auf. Alles klar. Komm schon. Schneller, wir müssen den Golem welchen Golem denn? Dein ist tot. Es gibt nichts mehr zu befreien. Wir mussten ja nur 2 retten, oder? Stand doch so in dem Buch. Jetzt müssen wir irgendwie ins Zentrum laufen oder irgendwie sowas. Irgendwas derartiges ist in dem Buch gestanden. Das schneide ich auch wieder raus. Nur so als Info. Macht auch total viel Sinn, dass ich euch sage, dass ich es rausschneide.
Weil wenn ich es rausschneiden würde, würde ihr das gar nicht mitbekommen. Dass ich gesagt habe, ich würde das rausschneiden. Brainfuck. Okay, wir haben es geschafft. Vorsicht, Stufe! Psch, ah, fuck, das ist eine Stufe, Mensch. Huhu, ich bin ein Tumor. Okay. Zum Zentrum.